Es ist Freitagabend, 18.99 Uhr. Hier ist Schwarz-Blau aktuell, das Nachrichtenmagazin des FSV Frankfurt. Heute im Studio Laura May. Liebe FSV-Fans, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Schwarz-Blau aktuell. Seit 5 Spielen ungeschlagen, so lautet die beeindruckende Bilanz des FSV Frankfurt. Erst siegten die Schwarz-Blauen am vergangenen Samstag mit 2:1 gegen eine absolute Top-Mannschaft der Regionalliga Südwest, den TSV Steinbach-Haiger, bevor sie sich am Dienstag auswärts bei der zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05 mit dem nächsten Punkt belohnten. FSV-Cheftrainer Tim Görner zeigte sich nach dem Spiel angesichts des Punktgewinns zufrieden. Ja, ich denke, dass wir insgesamt eine sehr wilde erste Halbzeit gesehen haben mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Wir haben uns in der Halbzeit vorgenommen gehabt, das ein bisschen mehr zu kontrollieren, das Spiel. Das ist uns eigentlich auch ganz gut gelungen. Wir hatten lange Ballstaffettenphasen, konnten die allerdings dann nicht so zielstrebig ins letzte Drittel fortsetzen. Dementsprechend recht chancenarme zweite Halbzeit. Ich glaube, dass es insgesamt ein gutes Regionalligaspiel war von beiden Teams und dementsprechend nehmen wir auch den Punkt dann mit. Nur eine Woche nach dem erfolgreichen Heimspiel gegen den TSV Steinbach-Haiger empfängt der FSV Frankfurt morgen den Ballinger SC zu Hause in der PSD-Bank-Arena. Wirft man einen Blick auf die aktuelle Rückrundentabelle, kann man erneut von einem echten Spitzenspiel sprechen. Denn der Tabellenerste trifft auf den Tabellendritten der Rückrunde. Von 9 Partien verlor der Ballinger SC ausschließlich 2, die Schwarz-Blauen lediglich eine. Aber auch tortechnisch könnte das Aufeinandertreffen einiges zu bieten haben. In den letzten beiden Spielen mit Ballinger Beteiligung sind sage und schreibe 20 Tore gefallen. Aber auch der FSV hat in seinen letzten 5 Spielen mindestens jeweils einen Treffer erzielt. Wir dürfen uns morgen also aller Voraussicht nach auf einen tollen Fußballnachmittag freuen. Geleitet wird die Partie von Philipp Hofheinz mit seinen Assistenten Simon Karcher und Stefan Faller. Anpfiff ist um 14 Uhr. Weitere Stimmen zum Spiel gegen Mainz und ein Ausblick auf die Partie gegen Balingen findet ihr wieder auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal in der Rubrik Nachgespielt. FSV Frankfurt siegt im Rhein-Main-Cup. Im 5. Spiel des Rhein-Main-Cups gewinnt der gemischte Kader der Schwarz-Blauen aus Spielern der ersten Mannschaft und des Nachwuchsleistungszentrums am Mittwochabend das Duell gegen das Talentteam von Wien Wiesbaden mit 2:1. Bereits am nächsten Dienstag geht es um 16.30 Uhr mit dem Duell gegen die Offenbacher Kickers weiter. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz der PSD-Bank-Arena. Mit der Teilnahme des FSV im Rhein-Main-Cup verfolgen die Bornheimer ihre Philosophie, junge Talente aus dem Leistungs- bzw. Profibereich zu fördern und bestmöglich auszubilden. Funkstätter, die Biermacher. Auch heute möchten wir euch wieder in Zusammenarbeit mit unserem Hauptsponsor Giga Green über aktuelle Themen aus den Bereichen Nachhaltigkeit und Energiegewinnung am Beispiel des FSV Frankfurt informieren. Dazu war unser Außenreporter Tim mal wieder in der PSD-Bank Arena unterwegs. Hallo Tim, wie wir jetzt wissen, ist der Stromverbrauch in Deutschland relativ hoch. Was sind denn 3 einfache Dinge, die jeder FSV-Fan zur Energiewende beitragen kann? Ja, hallo Laura und auch diesmal natürlich wieder vielen Dank für deine Frage. Sehr gerne mache ich das. Als allererstes ist es natürlich wichtig, auf ein richtiges Konsumverhalten zu achten. Ganz konkret sind hier saisonal und regional die Stichwörter. Saisonal deshalb, weil man so auf die sonst benötigten energieintensiven Gewächshäuser verzichten kann. Und regional, das liegt ja schon auf der Hand. Eine geringere Lieferkette bedeutet weniger Emissionen und weniger Emissionen, das ist halt eben besser für die Umwelt. Aber nicht nur während dem Essen kann man das Klima schützen, sondern eben auch danach. Denn diese Dinger hier, das sind dringend richtige Umweltschützer. Mit diesen Dingern, mit solchen Geschirrspülern kann man nämlich bis zu 50% Energie und bis zu 30% Wasser einsparen, wenn man es dann richtig macht. Ganz wichtig ist es nämlich, bei solchen Geräten den Ökomodus einzuschalten. Das ist so ein Knopf, das ist eigentlich einfach zu bedienen. Außerdem muss man gar nicht mehr vorspülen. Das wird in einigen Haushalten noch gemacht, ist aber falsch. Die neueste Technologie, die schafft das schon. Bei kürzeren Strecken muss es auch nicht immer nur das Auto sein. Man kann auch mal zu Fuß laufen oder eben, falls es doch mal etwas länger ist, eben das Fahrrad nehmen. Damit tut man nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern auch sich selbst. Vielen Dank, Tim. Dann bis zum nächsten Mal.
Auch unser Nachwuchsleistungszentrum ist dieses Wochenende wieder im Einsatz. Die U15 reist am Samstag zum VfB Stuttgart. Anpfiff ist um 13 Uhr. Alle weiteren Termine und Testspielgegner unserer Nachwuchsmannschaften findet ihr wieder auf der Homepage des FSV Frankfurt. Wie immer wünschen wir allen Mannschaften viel Erfolg. Das war Schwarz-Blau aktuell für diese Woche. Wir sehen und hören uns nächste Woche um 18.99 Uhr.